Habt ihr alle eine Bibel? Do you all have the Bible? Gut. Johannes 5. Wir werden heute das fünfte Kapitel im Johannes-Evangelium abschließen. Today we will finish with the fifth chapter of John. Für mich war das fünfte Kapitel ein großer Segen. For me this fifth chapter was a big blessing. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was wir letzte Woche besprochen haben. I don't know if you remember what we talked about last week. Wir haben Jesus anders kennengelernt, als wir ihn bisher kennengelernt haben. We got to know Jesus in a different way than beforehand. Wir haben Jesus als Richter kennengelernt. We got to know Jesus as a judge. Und ich hatte euch so ein bisschen erzählt, dass ich, als ich mich darauf vorbereitet hatte, saß ich im Amt, beim Amtsgericht in Hamburg. And I told you that as I was preparing for the sermon, I was sitting inside the court in Hamburg. Und es war einfach so passend. And it was just so fitting. Und wir hatten gesehen, dass Jesus angeklagt wurde von den religiösen Juden. And we saw that Jesus had been accused by the religious Jews. Und wir haben dann gesehen, wie Jesus quasi den ganzen Spieß rumgedreht hat und sich selber als Richter gezeigt hat. And then we saw how Jesus turned around the whole situation and showed himself as a judge himself. Aber was er heute machen wird, ist, dass er sich nicht nur als Richter darstellt, sondern dass er auch Zeugen in den Zeugenstand beruft. And what we see today is that he not only presents himself as a judge, but he will also use some testimonies, some witnesses, some witness accounts. Er sagt also nicht nur, okay, Leute, ihr liegt vollkommen falsch. Ich bin nicht der Angeklagte, sondern ich bin der Richter. So he doesn't only say, you are totally wrong. I'm not the accused one, I'm the judge. Sondern er gibt auch Zeugen, er bringt Zeugen in den Zeugenstand, die davon zeugen, dass er tatsächlich der Richter ist. But he also brings witness accounts that give testimony about that he is the judge. Und wir fangen heute an zu lesen in Vers 31. And we start reading today in chapter 5, verse 31. Aber bevor wir Gottes Wort lesen, würde ich ganz gerne nochmal mit uns zusammen beten. But before we read God's word, let's pray together. Und vielleicht lass uns dazu einfach nochmal zusammen aufstehen. Let's just stand up. Herr, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast, Herr, dass du zu unseren Herzen sprechen möchtest, Jesus. Ja, und du siehst, wie sehr ich mich auf diesen Text freue. Du siehst, wie sehr ich mich auf diese Predigt freue. Und ich glaube wirklich, dass du was Besonderes heute tun möchtest, Herr. Dass du uns auf ganz besondere Art und Weise herausfordern möchtest, Herr. Und ich bitte dich, dass du das tust, Herr. Gebrauch du dein Wort. Gebrauch du uns als dein Sprachrohr, Herr. Denn du hast uns versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, Herr. Und wir wollen erwarten, dass du Wunder tust, dass du unsere Herzen veränderst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Die Verse 31 und 32 wollen wir zusammen lesen. Okay, we start with verses 31 and 32. Da steht, Jesus sagt, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt, und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. Die Juden waren in dieser Hinsicht ein bisschen wie wir Deutschen. In this regard, the Jews were a little bit like the Germans today. Sie brauchten eine Bestätigung für alles. They needed a confirmation for everything. Sie mussten für alles so ein Zeugnis quasi sehen. For everything they needed a testimony, a witness. Diese Woche habe ich jemandem geholfen, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, eine Bewerbung zu schreiben. This week I helped somebody make an application, a refugee who came to Germany. Oh, und ich habe so lange keine Bewerbung mehr geschrieben. And it had been such a long time since I wrote an application the last time. Aber es ist unglaublich, was wir da, worauf man achten muss, wie man die Worte wählen muss und wenn man da genau im Internet nachguckt. Verrückt. And there are so many things to take care of, so many wordings that you have to notice and all those things. Aber wenn du die Bibel liest, dann siehst du immer wieder, dass die Juden Leute befragen. But if you read the Bible over and over again, you will notice that the Jews question people. Und sie befragten ihn dazu. And they asked Jesus about that too. Nee, also da steht immer wieder, sie befragten jemanden. Oh, it always says, and they asked them about this. Das hat mit Folgendem zu tun. 5. Mose 19, Vers 15. And it has to do with the following. Da steht, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen.
What witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits? By the mouth of two or three witnesses the matter shall be established. Und genauso wie das Rechtssystem damals auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht, beruht auch unser Rechtssystem heute auf der Aussage von Zeugen. And just as the judicial system back then depended on two to three witness accounts, it's just the same today for us. Du kannst natürlich verurteilt werden, wenn alle Indizien gegen dich sprechen. Of course you can be convicted if everything really speaks against you, all the facts. Aber ganz oft ist es so, dass du nicht aufgrund von Fakten oder Indizien verurteilt wirst. But very often it's not that you get convicted based on just mere facts and evidence, sondern aufgrund von Zeugenaussagen. But because of witness accounts. Wenn man ein Haar von dir irgendwo gefunden hat, spricht das viel. If there's a hair being found of you somewhere. Aber wenn ein Zeuge dich gesehen hat und bei einer Gegenüberstellung dich identifizieren kann, dann ist das so viel schwerer, diese Anschuldigung. Yeah, so the hair is already good evidence, but if there's a witness account of somebody who saw you doing it, that is a much more heavy accusation against your evidence. Und genau damals wie auch heute, also damals bei den Juden wie auch heute hier in Deutschland, konntest du wenig tun, ohne dass du ein Zeugnis hattest. And back then, just as today, you cannot do much without a witness account. Normalerweise war es damals, oder nicht a witness account, sondern also ein Zeugnis, das... A testimony. Ja, das, genau, dass du... Wer bist du überhaupt, dass du hier hinkommst? Yeah, that you have to explain yourself. Why are you there? Who are you? Und dann meistens hast du deinen Vater vorgebracht. And oftentimes you brought your father in front of you. Ich bin Sohn von so und so. I'm the son of so and so. Und mein Vater ist der Priester gewesen. And my father was the priest. Oder mein Vater war Zimmermann. Or my father was the carpenter. Und genauso ist das heute auch. And just like that it's today as well. Deshalb haben wir unser Ausbildungssystem. That's why we have our educational system. In Deutschland, in Germany. Du machst 3 Jahre Ausbildung. You do 3 years of apprenticeship. Erst dann bist du ein Kaufmann. Only then you are a real seller, buyer. Seller, buyer. Whatever. oder Handwerker. Du musst dein Papier vorlegen können. Erst dann glaube ich dir, dass du wirklich an meiner Küche arbeiten darfst. Yeah, you have to show the certificate of what you've learned so that you can even work at all. Nicht wie in den USA. Not like in the US. Und Jesus ruft jetzt hier Zeugen in den Zeugenstand. And Jesus calls witnesses to give their testimony. Die Zeugnis davon geben, wer er ist. That have to give testimony about who Jesus is. Und ich glaube, dass Gott auch uns in den Zeugenstand berufen möchte für sich. And I think also that Jesus wants to use us as a testimony, as witnesses. Denn jeder einzelne von uns ist dazu berufen, Zeuge zu sein. Because every one of us is called to give testimony. Für das, was er in deinem Leben getan hat. For what he has done in your lives. Und deshalb heißt die Predigt für heute Zeugnis geben von Jesus, aber wie? And that's why the sermon today is called Giving Testimony About Jesus, But How? Und wir sehen in diesem Text 3 verschiedene Arten und Weisen, wie diese Zeugen, die Jesus in den Zeugenstand beruft, Zeugnis geben von ihm. And in this text today we see 3 different ways of how those witnesses give their witness accounts for Jesus. Und wir können einiges von diesen Leuten oder von diesen Personen lernen. And there are some things we can learn from those people. Für unser Leben heute. For our lives today. Das erste, was wir sehen, ist, wie du heute Zeugnis von Jesus geben kannst. And the first thing we learn is how we all can give witness today for Jesus. Predigen und leben. Preach and live by it. Das ist in den Versen 33 bis 35. That's in the verses 33 to 35. Da steht, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch zu einer Stunde an ihr erfreuen. You have sent to John, and he has borne witness to the truth. Yet I do not receive testimony from men, but I say these things that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and you were willing for a time to rejoice in his light. Der erste Zeuge, der in den Zeugenstand gerufen wird, ist Johannes der Täufer. The first witness who is called is John the Baptist.
Und Jesus beruft ihn in den Zeugenstand und sagt dann aber gleichzeitig, ich nehme aber kein menschliches Zeugnis an. And Jesus calls him as a witness, but at the same time he says he doesn't accept a human witness. Aber er gebraucht dieses Zeugnis. But he uses this witness. Wozu gebraucht er das Zeugnis von Johannes dem Täufer? For what does he use the witness of John the Baptist, the testimony? Er sagt das hier. He's going to say it here. In Vers 34, ich nehme kein Zeugnis von Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. He says it here in verse 34, yet I do not receive testimony from men, but I say these things that you may be saved. Und auf dieselbe Art und Weise könntest du vielleicht sagen und denken, okay, warum will Gott mich gebrauchen, mein Zeugnis? And in the same way you might think and say, why does God need to use my testimony for what? Warum sollte ich denn meiner Familie Zeugnis geben? Why should I give testimony to my family? Und Jesus sagt, ich nehme das Zeugnis nicht an, aber ich gebrauche dich, damit die Leute um dich herum gerettet werden. And Jesus says, I don't accept, this is not a valid testimony, but I use it to speak to other people. Gott könnte alles Mögliche tun, um Zeugnis für Jesus zu geben. God could do whatever he wanted to give testimony for Jesus. Aber er hat Johannes den Täufer gebraucht. But he chose John the Baptist. Der ein bisschen abgedreht war. He was a little bit crazy. In der Wüste lebte. Lived in the desert. Heuschrecken gegessen hat und wilden Honig. Eat lots of insects and wild honey. Und sich mit Kamelhaaren eingezogen hat. And clothed himself with camel hair. Ich glaube, wir sind okay. I think we're good. Wenn wir wirklich volle Sache für Jesus machen und voll für ihn leben und Zeugnis für ihn sind. If we really go all in with Jesus and give testimony for him. Und du hast Einfluss da, wo Gott dich hingestellt hat. And you have influence where God put you. Und Gott will dein Zeugnis gebrauchen. God wants to use your testimony for him. Und ich weiß, dass jeder einzelne von euch hier etwas mit ihm erlebt hat. And I know that each one of you guys here has had an experience with him. Ich weiß, dass ihr Jesus kennt. I know that you know Jesus. Und ich weiß, dass wenn ihr ihn kennt, dass er in eurem Leben wirkt. And I know that if you know him, that he works in your lives. Und das, was er tut in eurem Leben, das will er gebrauchen für andere. And that what he is doing in your lives, he wants to use that for others. Und die Frage ist, was ist denn dein persönliches Zeugnis? And the question is, what is your personal testimony? Und vielleicht denkst du so, ich habe kein richtiges Zeugnis. Or maybe you're thinking, I don't really have a good testimony. Weil ich bin ja nie komplett abgedreht. Because I never really drifted away. Ich habe nie viel getrunken. I never drank that much. Ich habe mich immer an alles gehalten, einigermaßen auf jeden Fall. I always kind of follow the rules, more or less. Aber Gott ist jetzt, in diesem Moment, in deinem Leben am Wirken und er verändert dich. But God is working in your life right now and he's changing you. Er verändert dein Herz. He's changing the heart. Und wenn er nicht dein Herz verändert, wenn du keine Veränderung in deinem Leben wahrnimmst, dann ist vielleicht was falsch. And if you don't see any change in your heart and you don't see a change in your life, maybe something is wrong. Und davon kannst du berichten. And you can talk about that. Wie hat Gott dich denn verändert? How did God change you? Ich war einst so, jetzt bin ich so. Once I was like that and today I'm like that. Und wisst ihr, was das Tolle daran ist? And you know what the cool thing about this is? Keiner kann mit dir darüber diskutieren. Nobody can argue with that. Ja, du kannst anfangen mit, ja, Gott schuf die Erde in so und so vielen Tagen. You could start with God created the earth in so and so many days. Und dann denken die, ja, nein, das kann ja gar nicht sein. And then the reaction would be, oh, that's impossible. Oder dieses Wunder ist passiert. Or this miracle happened. Nein, das kann ja gar nicht sein. No, that's impossible. Und du kannst dich da mit Leuten in so eine Sackgasse reinverrennen. And you can end up in a really difficult, yeah, in a, yeah, cul-de-sac, sorry. Cul-de-sac. Ist Sackgasse. You can end up in a cul-de-sac. Yeah. Wo du nicht mehr rauskommst. Where there's no way out anymore. And the conversation stops. Aber wenn du über das redest, was in deinem Herzen passiert ist. But if you talk about what happened in your heart, wie du dich verändert hast, how you changed, wie soll jemand da mit dir diskutieren drüber? How could anybody argue with that? Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass Leute sagen, hey, das ist gut für dich, aber nicht für mich. The only thing that could happen is that the people would say, oh, that's good for you. No, it's not for me though. Leute sagen, dass Franz von Assisi Folgendes gesagt haben soll. People say that Franz of Assisi said the following thing.
Predige das Evangelium und da, wo es notwendig ist, gebrauche Worte. That's right. He said, preach the gospel, and where it's necessary, use words. Das stimmt, teilweise. That's true, partly. Ich glaube, dass es nicht wirklich das Evangelium der Bibel wiedergibt. I don't think that really represents the gospel of the Bible. Aber tatsächlich ist es so, dass Leute oftmals nicht auf deine Worte hören. But it is the case that often people don't like to listen to your words. Sie wollen deine Werke sehen. They want to see your life, your works. Sie wollen nicht sehen, wie hoch du im Geist springst, sondern wie gerade du gehst, wenn du wieder runterkommst. They don't want to see how high you can jump in the spirit, but they want to see how straight you can walk when you come back down. Unsere Taten sind wichtig. Our works are important. Aber ich glaube auch, dass es nur die Hälfte ist von dem, was wichtig ist. But I also think it's only half of what's important. Wir können unser Zeugnis als Christ nicht darauf beschränken, dass wir ein guter Mensch sind. We cannot limit our testimony as Christians to just being good people. Du kannst dein Zeugnis vor deiner Familie nicht darauf beschränken, dass du einfach nur netter geworden bist. The testimony before your family cannot just be that you became a little nicer. Unser Zeugnis muss auch in Worten passieren. Our testimony also has to happen in words. Unser Leben muss das Fundament sein für unsere Worte, die wir sprechen. Our life needs to be the foundation of the words that we speak. Wir müssen das Evangelium verkünden. We need to share the gospel. Wir müssen sprechen. We need to speak. Wisst ihr noch, wie Johannes der Täufer sich vorgestellt hat in Johannes Kapitel 1? Do you know how John the Baptist introduced himself in John chapter 1? Was hat er über sich gesagt? Ich bin. What did he say about himself? I am. Die Stimme, genau, die Stimme eines Rufenden, ja. The voice. Die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Johannes 1, Vers 23 ist das. Und Johannes ist die Stimme. Wie hat Jesus sich vorgestellt? And John is the voice. So how did Jesus introduce himself? Wer ist Jesus? Who is Jesus? The Logos, ja. Yeah. The Logos. Das Wort. The Word. Johannes ist die Stimme, Jesus ist das Wort. John is the voice and Jesus is the word. Und wenn wir das für unser Leben annehmen, and if we take that for our lives, dass wir die Stimme sind, that we are the voice, aber dass Jesus die Worte sind, die wir sprechen, but that Jesus is the words that we speak, dass Jesus aus unserem Mund rauskommt, and Jesus comes out of our mouths, dann wird er was tun. Then he will do something. Aber wir müssen unseren Mund auftun. But we have to open our mouths. In Römer steht, das habe ich nicht da drin, aber in Römer steht, dass wie sollen sie glauben, wenn niemand ihnen verkündigt? In Romans it says, how should they believe if nobody tells them? Und wir sind diejenigen, die zu ihnen gesandt sind, zu den Leuten gesandt sind, um zu verkündigen. And we are the ones who have been sent to the people to tell them. Also wir predigen und wir leben. So therefore we preach and we live by it. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie können wir Zeuge für Jesus sein? That's the first thing. And the second thing is, how can we be a witness for Jesus? Wir erwarten Wunder. We expect wonders, miracles. Vers 36. Verse 36. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. But I have a greater witness than John's. For the works which the Father has given me to finish, the very works that I do, bear witness of me that the Father has sent me. Was sind die Werke, die Jesus getan hat? What are the works that Jesus has done? Es gibt einiges, was dazu sagen. There's lots to say about that. Dazu zu sagen wäre genau. In Matthäus fragt Johannes sich, Johannes der Täufer, der im Gefängnis sitzt, ob Jesus wirklich der Christus ist. In Matthew, John the Baptist asks himself if Jesus is really the Messiah. Und Jesus gibt ihm folgende Antwort. And Jesus answers as follows. Er schickt seine Jünger und er sagt, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. So Jesus sent his disciples and said, go and tell John the things which you hear and see. The blind see and the lame walk. The lepers are cleansed and the deaf hear. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. Das sind die Werke, die Jesus tut. Those are the works that Jesus does.
Und Gott will in deinem Leben auf übernatürliche Art und Weise arbeiten. And God wants to work in your lives in a supernatural way. Er will Wunder gebrauchen, damit du Zeugnis sein kannst für ihn. He does want to use miracles for you to be a testimony for him. Das größte Werk, was Jesus getan hat, sind aber nicht die Wunder, die er hier getan hat. The biggest work that Jesus has done is not the miracles that he's done though. Sondern das größte Werk, was er getan hat, ist, dass er ans Kreuz gegangen ist für uns. But his biggest work was to be crucified for us. Dass er für uns gestorben ist. That he died for us. Dass er begraben wurde. That he was buried for us. Und dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist. And that he raised up on the third day. Das muss das Zentrum unserer Verkündigung sein. That must be the center of what we preach. Dennoch hat Jesus auf dieser Erde Wunder getan. Still, Jesus has done miracles on this planet. Er hat die Jünger ausgesandt und in seinem Namen haben sie Wunder erlebt. And he sent out the disciples and in his name they also did miracles. Er hat Paulus und Timotheus ausgesandt und sie haben Wunder erlebt. He sent out Paul and Timothy and they also experienced miracles. Ich glaube, dass ein Teil von unserer Verkündigung, ein Teil von davon, wie wir Zeugen sein können, ist, dass wir Wunder erleben werden. And I think that part of us being a testimony is also experiencing miracles. Er sagt das selber in seinem Wort. Diese Dinge werden euch folgen. He says it himself in his word. These things are going to follow. Und dann zeigt er uns ein paar Wunder auf, die passieren werden, die wir erwarten dürfen. And then he points to some miracles that we are allowed to expect. Und deshalb will ich dich heute fragen, erwartest du Wunder in deinem Leben? And that's why I want to ask you today, do you expect miracles in your life? Erlebst du Wunder in deinem Leben? Are you experiencing miracles in your life? Ich sage nicht, lasst uns alle auf Wunder fokussieren jetzt. I'm not saying, let's just all focus on miracles. Aber sind Wunder ein Teil von deiner Beziehung mit Jesus? But are miracles a part of your relationship to Jesus? Weil, wenn wir es nicht erwarten, wie beten wir dann? Because if we don't expect it, how do we pray then? Wenn wir für unseren Nachbarn beten, der Krebs hat. If we pray for our neighbor who has cancer. Erwarten wir ein Wunder? Do we expect wonders? Gehen wir zu unseren Nachbarn hin und sagen, kann ich für dich beten? Do we go to our neighbor and say, can we pray for you? Oder gehen wir zu unserem, und hier ist der Unterschied. Versucht man den Unterschied rauszufinden. Oder gehen wir zu unserem Nachbarn und sagen, ich bete für dich. Or do we just go to our neighbor and that's the difference, I pray for you. Was wird das für einen Unterschied machen, wenn ich sage, ey, kann ich jetzt für dich beten? How much of a difference would it make if you would say, hey, can I just pray for you right now? Habt ihr das schon mal gemacht? Have you done this before? So ein Unterschied. Such a difference. Weil wir nehmen diese Leute in diesem Moment mit in die geistliche Welt. Because we take those people together with us into the spiritual world. Wir nehmen sie quasi an die Hand und bringen sie vor Jesus. We take them by their hands and lead them before Jesus. Aber es ist natürlich auch herausfordernd für uns. But it's of course also challenging for us. Was, wenn nichts passiert? What if nothing happens? Was, wenn wir nichts erwarten? What if we don't expect anything? Erwarten wir Wunder? Erwarten wir, wenn wir beten, dass Jesus Wunder tut in unserem Leben heute? Do we expect miracles when we preach, when we pray? Miracles from Jesus. Und ich will dich echt ermutigen, versuch das mal. Versuch mal nicht zu sagen, okay, ich bete für dich. I really want to encourage you, try that out. Don't just say, I pray for you. Sondern, darf ich jetzt für dich beten? But instead, can I pray for you right now? Und beim nächsten Mal gehst du wieder hin und sagst, wie geht's dir? And next time you go again and you ask, how are you? Okay, darf ich nochmal für dich beten? Okay, can I pray again for you? Und nimm die Leute einfach an die Hand und bring sie zu Jesus. And take those people by their hands and lead them to Jesus. Also wir haben gesehen, dass Johannes der Täufer Zeugnis gab für Jesus. So we have seen that John the Baptist gave testimony for Jesus. Er hat gesprochen und er hat gelebt. He spoke and he lived by it. Wir haben gesehen, dass die Werke, die Wunder Zeugnis geben für Jesus. We have seen that the works and the miracles of Jesus give testimony to him. Das dritte, ich habe übrigens 4 Punkte. Ich habe eben gesagt 3 Punkte. The third out of 4. Wir müssen sein Wort kennen. We have to know his word. Verse 37 bis 44. Verses 37 to 44. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an.
Wenn ein anderer in seinem Namen kommt, werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? And the Father himself who sent me has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form. But you do not have his word abiding in you, because whom he sent, him do you not believe. Him you do not believe. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. But you are not willing to come to me, that you may have life. I do not receive honor from men, but I know you, that you do not have the love of God in you. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another one comes in his own name, him you will receive. How can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God? Über diesen Abschnitt allein könnten wir mindestens eine Predigt halten. Just about this section alone we can have a whole sermon. Da sind Verse drin, da könnte ich eine ganze Predigt drüber halten. There's verses in there that I could have a whole sermon. Also nicht nur ich, sondern jeder von euch hoffentlich. Not just me, but all of us hopefully. Das ist so tief. It's very deep. Aber was wir hier sehen, ist, dass das Wort Gottes Zeugnis gibt. But what we see here is that the word of God gives testimony as well. Wir sehen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu kennen. We see how important it is to know the word of God. Warum? Weil in seinem Wort gibt der Vater Zeugnis vom Sohn. Why? Because in his word the Father gives testimony about the Son. Und der Vater muss involviert sein. And the Father must be involved. Johannes 6, das werden wir in einer der nächsten Predigten sehen. Johannes 6, Vers 44. John 6, verse 44, that's one of the things we talk about in the upcoming sermons. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Und wir wissen, dass den Juden die Schriften so wichtig waren. And we know that to the Jews the scriptures were very important. In Vers 37 sehen wir, die Juden durchforschten die Schriften, um Gott zu finden. In verse 37 we read, the Jews searched in the scriptures to find him. Und jetzt steht Gott, der Sohn, direkt vor ihm. And now the Son is right in front of them. Und sie erkennen ihn nicht. And they don't recognize him. Warum? Why? Warum erkennen sie ihn nicht, wo sie doch so sehr die Schriften durchforschen? Why don't they recognize him as they search through the scriptures so much? Was wir da drin sehen ist, es ist möglich, dass Gottes Wort, die Bibel zu kennen, in- und auswendig zu kennen. And what we learn is that it's possible to know the Bible in and out. Aber den Grund für die Bibel zu verpassen. But we miss the whole point of the Bible. Jesus da drin nicht zu sehen. Not seeing Jesus in him. Jesus nicht kennenzulernen da drin. Not to get to know Jesus in him. Sondern ich nehme das und ich werde das jetzt auswendig lernen. But I take it and I learn it by heart. Und ich finde es super, Gottes Wort auswendig zu lernen. And I think it's amazing to learn God's word by heart. Aber es muss uns um Jesus gehen. Es muss uns um die Beziehung zu unserem Retter gehen. But it must be about Jesus. It must be about a relationship to our Savior. Es ist möglich, die Schrift, dieses Buch zu kennen, aber den Autor nicht zu kennen. It's possible to know this book very well without knowing the author. Und das ist ja bei allen Büchern so. And it's just the same with all books. Aber der Unterschied ist, bei diesem Buch, wenn wir dieses Buch lesen, ist der Autor jedes Mal bei uns. But there's a difference, which is that every time we read this book, the author is with us. Und will uns kennenlernen. And he wants to get to know us. Der Autor will dir begegnen, jedes Mal, wenn du dieses Buch liest. The author wants to meet you every time you read this book. Der Schlüssel ist in Vers 38. And the key is in verse 38. Da steht, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. It says, but you do not have his word abiding in you. Es ist ein Unterschied dazwischen, Gottes Wort zu lesen und in Gottes Wort zu bleiben. There's a difference in between reading God's word and staying in God's word. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den Jesus gemacht hat in Johannes 15. And I think that's the difference that Jesus made in John 15. Das ist dieser berühmte Abschnitt über den Weinstock und die Reben. That's the very famous part about the vine and the branches. Da steht in Vers 5 bis 8, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Es gibt einen Unterschied dazwischen, wie du ein Buch liest und wie du einen Liebesbrief liest. There's a difference between how you read a book and how you read a love letter. Also hoffe ich auf jeden Fall. I hope so at least. Ich hoffe, dass du einen Liebesbrief anders liest als ein Buch. I hope you read a love letter differently. Und es sollte auch so sein. And it should be like that. Das hier ist ein Liebesbrief an dich. This right here is a love letter to you. Auf jeder Seite der Bibel kannst du Jesus finden. On each page of the Bible you can find Jesus. Hast du das mal versucht? Have you tried this before? Hast du mal versucht, die Bibel zu lesen und auf jeder Seite, die du liest, Jesus zu finden? Have you tried reading the Bible and tried to find on every page to find Jesus? Um Zeugnis, wirklich Zeuge, effektiver Zeuge für Jesus zu sein, musst du Gottes Wort kennen. To really give an effective testimony of God, you need to know the Bible. Weil in der Bibel findest du Jesus auf jeder Seite. Because in the Bible you can find Jesus on every page. Und der letzte Zeuge, der in den Zeugenstand gerufen wird, ist Mose. And the last witness today is Moses. Er gibt Zeugnis. He gives testimony. Und deshalb ist der letzte Punkt, den wir haben, wie wir Zeugnis geben können für Jesus, das Gesetz anzuwenden, gesetzmäßig. And so that's why the last point for today is about how to use the law lawfully. Genau, das ist in Vers 45 und 46 und bis 47. This is verses 45 to 47. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Do not think that I shall accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, in whom you trust. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Wir sind nicht dazu berufen als Christen, mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt zu gehen. We are not called to walk through the world with raised fingers. Das war so lustig. Ich mache ja jedes Mal für YouTube so einen Thumbnail für die Predigt. And it was very interesting because I always do the thumbnails for the YouTube. Und ich habe nach heute Morgen nach Witness gesucht. And this morning I was searching for Witness. Und dann kamen ganz viele irgendwie Courtrooms, so Zeugenstände. And there were lots of like courtrooms and witness situations. Und dann kamen aber auch so ein paar Bilder von Christen. But there were some pictures of Christians as well. Jedes einzelne. Every one of them. Jedes einzelne war die Bibel, so dass du die Bibel sehen konntest. And each one of them was the Bible, that you can see the Bible. Und so. And a pointing finger. Jedes Mal, das waren bestimmt 5 or 6 Bilder. Und ich dachte so, eigentlich genau das nicht. It was probably 5 or 6 pictures. And I was thinking, that's exactly wrong. Irgendwo mitten in der Wüste mit einem Anzug und so zeigen. Somehow in the middle of the desert in a suit, pointing fingers like that. Wir sind nicht dazu berufen, Leute anzuklagen. We are not called to judge people. Auch Jesus hat das nicht getan. Jesus also didn't do it. Er sagt, einer verklagt euch. He says, one is accusing you. Wer ist das? Who is it? Moses. Moses. Mose verklagt sie. Moses accuses you. Und das ist der Hammer für die Juden. And that's a big deal for the Jews. Wie viel Wert legen sie auf diese Person? How much value do they place on this single person? Das Gesetz ist durch Mose gekommen. The law came from Moses. Und das ist, wofür Mose steht für uns. And that's what Moses stands for us. Er ist das. Er ist das Gesetz. He is the law. Er repräsentiert das Gesetz. He represents the law. Und die Juden haben so viel Wert auf das Gesetz gelegt und darauf, dass sie das Gesetz einhalten. And for the Jews, the law and keeping the law was so important. Jesus sagt hier, nicht ich verklage dich. Jesus says here, not I judge you, not I accuse you, sondern das Gesetz verklagt dich. But the law does.
Mose, auf den du vertraut hast, verklagt dich. Moses, in whom you trust, accuses you. Du hast doch immer gesagt, du bist ein guter Mensch. You always said you're a good person. Okay, lass uns das doch mal testen. Okay, let's test it. Mose hat die 10 Gebote gebracht. Moses brought the 10 commandments. Und wisst ihr, was er noch sagt? Er sagt, ihr glaubt nicht. Ihr glaubt Mose nicht. And you know what else he says? He says, you don't believe Moses. Weil er hat von mir geschrieben. Because he wrote about me. Das ist der Hammer. That's a huge deal. Sie, das zu den Juden damals zu sagen. To say that to the Jews back then. In 1. Timotheus 1, Verse 5 bis 9. 1 Timothy 1, 5 to 9. Steht, wofür das Gesetz gegeben ist. Says what the law has been given for. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience and from sincere faith, from which some, having strayed, have turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm. But we know that the law is good if one uses it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous person. Wie kannst du effektiver Zeuge für Jesus sein? How could you be a more effective witness for Jesus? Wende das Gesetz gesetzmäßig an. Use the law lawfully. Wie wendet man das Gesetz denn gesetzmäßig an? How do you use the law lawfully? Wie kannst du das im Kontext deiner Familie tun? Wie kannst du das im Kontext deiner Nachbarschaft tun? How could you do that in the context of your family or your neighborhood? Was ist denn das Gesetz? What is the law? Was ist das Gesetz Gottes? What is the law of God? So 10 davon. There's 10 of them. 10. you want to say die 10 Gebote? The 10 commandments is what it's called. Die 10 Gebote ist das Gesetz Gottes. The 10 commandments are the law of God. Und das ist Gottes Standard für Gerechtigkeit. And that is God's standard for justice. Das ist Gottes Standard quasi, um in den Himmel zu kommen. That's God's standard, so to speak, to get into heaven. Und die Menschen glauben, dass sie gerecht sind. And people think that they are good people. Egal wen du fragst, no matter who auf you der ask, Straße, von deinen Nachbarn, on the street or asking your neighbors, bist du ein guter Mensch? Are you a good person? Ja. Sure. Klar. Of course. Warum? Warum glauben Leute, dass sie ein guter Mensch sind? But why do people think that they're good people? Wisst ihr warum? Weil wir immer jemanden Schlechteres haben, mit dem wir uns vergleichen können. And the reason is because we always have somebody worse to point to. Egal wie schlimm du bist, du hast immer jemanden, zu dem du zeigen kannst und sagen kannst, ja, das war vielleicht nicht gut, aber die Person, die ist noch schlimmer als ich. And no matter who you talk to, they will always say, oh yeah, maybe that wasn't so good, but they can always point to someone who was much worse. Aber wir müssen Gottes Gesetz anwenden. But we have to use God's law. Hast du jemals gelogen? Have you ever lied? Hast du jemals gelogen? Irgendeiner schon mal gelogen? Anyone has ever lied? Nee. So was macht uns das? What does that make us? So Lügner. Liar. Habt ihr jemals gestohlen? Have you ever stolen anything? Ja. Ich habe heute Morgen das auch gemacht. Ich musste überlegen, so, doch. Yeah, I did this with myself this morning as well. Dann fiel mir noch was ein. And then I remembered another thing and another thing. So was macht uns das? What does that make us? So Dieben. A thief. Lügende Diebe. Lying thieves. Haben wir jemals Gottes Namen missbraucht? Have you ever used God's name in vain? Haben wir jemals im Auto gesessen und gesagt, oh? Have we ever sat in the car and say, oh? Das ist schlimm für Gott. That's bad for God. Das ist Gott so wichtig, dass das in die 10 Gebote gesetzt hat. So important to God that he put it into the 10 commandments. Wenn wir zu dem Punkt kommen mit dem Ehebruch, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, das habe ich noch nie gemacht, ich würde das niemals tun. And if we get to the point with adultery, most of people say, oh, I would never do such a thing. Aber Jesus hat gesagt,
Wenn du nur eine Frau mit Lust in deinem Herzen ansiehst, dann hast du bereits die Ehe mit ihr gebrochen. But Jesus says, if you just look at a woman with lust, you already committed adultery in your heart. Dasselbe hat er über den Mord gesagt. He said the same thing about murder. Du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. You shall not murder. Jesus hat gesagt, wenn du deinen Bruder hasst, dann hast du ihn bereits in deinem Herzen getötet. And Jesus says, if you hate your brother, you already killed him in your heart. Und wenn du das Gesetz so anwendest, dann siehst du, alle sind schuldig. And if you use the law like that, you will notice everyone is guilty. Jeder einzelne von uns hat das Gesetz gebrochen. Each one of us has broken the law. Keiner ist gerecht vor Gott. No one is just before God. Aber wisst ihr, was wir damit auch tun, wenn wir das Gesetz so anwenden? But you know what else we do if we use the law like that? Wir gehen komplett an dem Kopf vorbei und direkt ins Herz. We go right past the head and go directly to the heart. Weil Gott hat jedem einzelnen Menschen ein Gewissen gegeben. Because God gave every single human a conscience. Das Gewissen ist von Gott eingegeben. The conscience comes from God. Was dazwischen geschaltet ist, ist oft unser Kopf. It's right in between is often our head. Ja, mein Gewissen springt an, aber das kann ja nicht sein, dass es da einen Gott gibt. My conscience lights up, but my head says, well, there couldn't be a God. Und Jesus ist der Richter. And Jesus is the judge. Jesus sitzt auf dem Richterstuhl. Jesus is sitting on the chair of the judge. Und wenn wir so mit Leuten über das Gesetz Gottes sprechen, and if we speak like that about the law of God, dann fühlt sich das nicht gut an für die Leute. It won't feel good for the people who you speak to. Aber wir bringen sie dazu, zu sehen, wer sie wirklich vor Gott sind. But we bring them to a point where they can see their position in front of God. Und wir bringen sie damit vor den Richterstuhl. And so we bring them before the judge. Und wir können sagen, es gibt keine Chance. And we can tell them, there is no chance. Nein, du bist nicht gut genug, um in den Himmel zu kommen. You are not good enough by yourself to get into heaven. Und erst dann können wir ihnen das Evangelium wirklich effektiv bringen. And only then we can tell them about the gospel. Weil wir den Hintergrund schwarz gemalt haben. Because now the background is black. Und jetzt können wir diesen Diamanten davor halten. And now we can hold this diamond in front of it. Und sagen, Jesus ist für dich gekommen, um für dich dieses perfekte Leben zu leben, was du nicht leben konntest. And then we can say that Jesus came to live this perfect life that you couldn't live. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen. And he went to the cross for you. Er ist für deine Sünde gestorben. Deine Sünde hat er auf sich genommen. He died for your sin. He took up on himself your sin. Er hat dafür bezahlt. He paid for it. Er ist der gerechte Richter. Er richte dich. He is the judge just. He will judge you. Er richtet dich aufgrund von dem, entweder was du getan hast oder was er für dich getan hat. And he will judge you either based on what you have done or what he has done for you. Und du musst dein Leben ihm geben. Du musst Buße tun. And you have to repent. You have to give your life to him. Das ist so ein Buzzword, oder? Buße. And that's a buzzword, right? To repent. Das wollen Leute nicht mehr hören. People don't want to hear that word. Weil das nicht liebend ist. Because it's not loving. Aber denk mal drüber nach. But think about it. Ist es wirklich nicht liebend, Leuten von Buße und von dem Gericht und von dem Gesetz zu erzählen? Is it really not loving to talk to people about justice and repenting? Ich glaube, dass es eigentlich sehr liebend ist. I think it's actually very loving. Jemand hat Ray Comfort, vielleicht kennen einige von euch den, maybe, hat ein sehr gutes Beispiel dafür. Maybe some of you know Ray Comfort. He has a good example for that. Er sagt, wenn du im Flugzeug sitzt, he says, if you're sitting in a plane, und du weißt, dieses Flugzeug wird abstürzen, and you know the plane is going to crash, oder vielleicht weißt du auch, okay, das ist ein Fallschirmflugzeug und alle im Flugzeug müssen gleich rausspringen, and you, or maybe you know that there's a type of plane where you jump out with a parachute. Und du hast diesen Fallschirm. And you have this parachute in your hands. Und jemand sitzt da und hat keinen Fallschirm an. And someone is sitting there without a parachute. Er sitzt aber sehr gemütlich. But he's sitting very comfortably. Weil die Sitze sind gemütlich im Flugzeug. Because the seats are very comfortable on this plane. Jetzt kannst du sagen, okay, ich will dieser Person nicht erzählen, dass das Flugzeug gleich abstürzt und diesen Fallschirm ansetzen, anziehen. And now you can say, I don't want to disturb the person and tell them that the plane is going to crash and put on their parachute. Aber wäre das die liebende Sache? Ich will, dass die Person sich nicht irgendwie ungemütlich dahinsetzen muss mit diesem Rucksack auf. Would that be the loving thing to put a backpack with a parachute on their back and they would sit comfortably, uncomfortably then? Natürlich nicht. Of course not. Und auf dieselbe Art und Weise, würden Leute denn wirklich den Fallschirm anziehen, wenn du ihnen den Fallschirm dahinsetzt und sagst, hier zieh den Fallschirm an? And on the other hand, would people even wear the parachute if you just throw it to them and say, oh, go wear the parachute?
Natürlich nicht, wenn sie nicht wissen, dass das Flugzeug bald abstürzt. Of course not if they don't know that the plane's about to crash. Ich will nicht so sitzen im Flugzeug, wenn ich so sitzen kann. I don't want to sit like that in the plane if I can sit like that. Aber wenn sie wissen, was auf sie wartet. But if they know what's waiting for them. Wenn sie wissen, dass das Flugzeug gleich abstürzt. If they know the plane is going to crash. Auf jeden Fall werden sie diesen Fallschirm anziehen. Of course they will put on the parachute. Und auf jeden Fall sind sie dankbar dafür, dass du ihnen das gesagt hast. And of course they will be grateful that you have told them about it. Dein Zeugnis ist wichtig für Menschen. And your testimony is important for people. Und ich will dich wirklich ermutigen, schäm dich nicht für dein Zeugnis. And I really want to encourage you, don't be ashamed of your testimony. Und vielleicht sagst du auch, okay, aber was ist, wenn ich selber versage, immer wieder? And maybe you tell yourself, what if I fail myself over and over again? Ich kann meiner Familie kein Zeugnis geben. I cannot give a testimony to my parents. Weil ich so gemein zu ihnen war. Because I've been so mean to them. Selbst dann will Gott dich gebrauchen. Even then God wants to use you. Wisst ihr warum? You know why? Weil wir Buße tun können. Because we can repent. Nicht nur vor Gott. Not only before God. Manchmal ist das stärkste Zeugnis, was wir haben, Buße vor Leuten zu tun. And sometimes the biggest testimony is to repent before people. Damit die Welt weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, mit Christen, die Buße tun. Because the world doesn't know how to handle Christians who repent. Die zu Leuten gehen und sagen, kannst du mir vergeben? They go to people and say, can you forgive me? Es tut mir so leid. I'm so sorry. Und da will ich euch echt ermutigen. And for that I really want to encourage you. Predigt das Wort. Preach the word. Lebt das Wort. Live the word. Erwarte Wunder in deinem Leben. Expect wonders and miracles in your life. Bete für Leute. Pray for people. Bete für Leute direkt dort, wo du bist mit ihnen. And pray for people right there as you meet them. Bleib in Gottes Wort. Stay in God's word. Und wende das Gesetz gesetzmäßig an. And use the law lawfully. Und wenn du das Gesetz gesetzmäßig anwendest, was in dir passiert ist, dass du selber Buße tust. And if you use the law lawfully, what will happen in you is that you repent yourself. Und dann, wenn wir das tun, lasst uns davon Zeugnis geben, voreinander, was Gott getan hat. And if we do that, then let's give testimony to each other about what God has done. Amen. Amen. Ja, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir für das Gesetz, Herr. Ich danke dir für Gnade. Ich danke dir, dass du alles für uns getan hast. All die Dinge, die wir nicht tun konnten, Herr. Und ich danke dir, dass du uns ein Zeugnis gegeben hast, das mehr spricht als 1000 Worte, Herr. Herr, ich danke dir, dass du unser Herz, unser Leben verändert hast, Herr. Dennoch bitte ich dich, dass du uns erfüllst mit dir, mit deinem Wort, mit Mut, mit Kraft, um dein Wort Leuten weiterzugeben, Herr. In Jesu Namen. Amen.